Roli, Roli, Roli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Roli backt und kocht. Heute mal kein Kuchen oder ähnliches Gebäck, sondern mal was Herzhaftes. Und zwar bin ich bei meinem Freund, und zwar Herbie Grilled Vienna Barbecue, auf die Philadelphia Bacon Rolls gestoßen. Und die sahen tatsächlich so lecker aus, da habe ich mir gedacht, Roland, die probierst du auch mal aus. Gesagt, getan, und ich habe sie gemacht. Und ein Gedicht, da hat der Herbie nicht ganz unrecht. Schaut euch drüben mal beim Herbie den Kanal an und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den Bacon Rolls mit Philadelphia und leichter Meerrettichnote. Wirklich empfehlenswert. Auf geht's! Ja, zuerst nehmen wir mal ein paar Sandwichscheiben, also nicht die kleinen Toastscheiben, sondern große Sandwichscheiben. Entweder nehmt ihr ganz normal Weißbrot oder ihr nehmt, wie hier eben die Vollkorn-Variante. Das ist Geschmackssache, dürft ihr euch aussuchen. Auf jeden Fall schneiden wir hier den Rand einfach mal ab. Aber den Rand bitte nicht wegschmeißen, da kann man noch super Semmelbrösel draus machen oder ähnliches. Wichtig ist, pro Toastscheibe bekommen wir nachher einen Roll raus, also eine Rolle. Und nachdem wir den Rand abgeschnitten haben, nehmen wir einfach ein Nudelholz und walzen das Toastbrot richtig schön klein, glatt und dünn. Denn sonst lässt sich es nachher nicht zusammenrollen. So, dann nehmen wir auch schon den Philadelphia, und zwar den mit Meerrettich drin, denn das macht nachher diesen besonderen Kick eben auch, das macht es besonders lecker. Also, wer natürlich Meerrettich nicht mag, kann natürlich auch den Philadelphia mit sonst was nehmen, sollte halt zu einer herzhaften Variante passen, also den mit Nutella-Stückchen, das muss natürlich dann eher nicht sein. So, schön einstreichen, eben so dick wie ihr mögt, nicht ganz so dick, wir müssen es ja nachher noch zusammenrollen. Und dann kommt jetzt hier auch schon der Paprika rein. Ich habe hier nur roten, ihr könnt natürlich auch verschiedenfarbigen Paprika nehmen und da einfach reingeben. Ich nehme mir so mal 3 Stückchen. Aber der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ich mag halt hier den Geschmack von Paprika einfach. Wer aber möchte, der kann da natürlich auch ein Stück Zucchini reinlegen. Der kann da Champignons mit reinmachen, Zwiebeln, was immer ihr wollt. Dann habe ich hier ein Schälchen, da habe ich drin 2 Eier aufgeschlagen mit noch ein bisschen Milch. Und da tunke ich dann mein Röllchen, das ich hier gerade so fleißig eingerollt habe, einfach mal kurz hinein. Und jetzt kommt eben der Bacon zum Einsatz. 3 bis 4 von diesen Frühstücksbacon-Streifen nehme ich da eben einfach, lege die mal schön nebeneinander hin, sodass sie einigermaßen dicht beieinander liegen. Also man kann die leicht überlappend legen sozusagen. Und der Bacon hier, der ist jetzt schon, der ist ein bisschen krumm geschnitten in der Packung. Macht aber nichts. Ne? Also Bacon schön dahinlegen, 3 bis 4 Rollen und dann wird jetzt das ganze Röllchen hier einfach noch umwickelt. Und ja, danach sind wir eigentlich auch schon soweit. Ganz easy also. So, die Bacon Rolls sind jetzt soweit eigentlich fertig und jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten. Entweder ihr macht das Ganze einfach auf dem Grill, dabei indirekter Hitze ein bisschen grillen, das heißt nicht direkt auf die Kohlen legen, sondern ein bisschen abseits davon, dass innen der Paprika nämlich auch die Möglichkeit hat, schön durchzugaren, ohne dass außen der Bacon allzu schwarz wird. Wer natürlich sagt, ich möchte aber jetzt nicht echt extra den Grill anschüren, auch kein Problem. Auch in einer Pfanne könnt ihr das machen, allerdings auch hier dran denken, bisschen runter mit der Hitze, nicht gleich volle Knecke. In der Pfanne auch nicht zu viel Öl rein, der Bacon lässt ja doch relativ viel Fett aus und von daher da also auch Spaß am Teil mit dem Öl. Persönlich empfehle ich den Grill, beste Variante. Probiert's einfach aus. Ja, Freunde, und so schaut's aus, wenn der Philadelphia Bacon Roll fertig ist, ein Gedicht. Knuspriger Speck außen, ein schönes Toastbrot unten, der Philadelphia-Geschmack mit dem Meerrettich kommt raus, in der Mitte noch ein leicht knackiger Paprika, also wirklich ein Gedicht, das eine herrliche Beilage, die man einfach nicht zu jedem Gericht hat. Ihr seht schon, also wirklich, und es riecht auch wirklich bombastisch. Leute, ich kann euch nur sagen, probiert das dringend aus. So, damit danke ich mich schon mal wieder fürs Zuschauen. Hier oben noch ein kleines weiteres Video. Klickt einfach drauf, wenn ihr noch was sehen wollt. Und ansonsten besucht mich auch gerne auf Facebook, abonniert den Kanal oder besucht mich auf Twitter. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke fürs Zuschauen, euer Roli.